Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und heute spielen wir mal wieder den Imperator. Und ich sprudel so vor Ideen. Also was heißt vor Ideen? Aber also als erstes fangen wir mit dem ersten an. First but fast. Wir spielen mal diesen Skin hier. Das ist ein Skin, der mich übel krass an zwei Dinge erinnert. Zum einen Star Trek. Also richtig krass Star Trek-mäßig. Zum anderen muss ich aber auch sagen, erinnert er mich richtig krass an StarCraft 2. Ich meine, oh Gott, das ist schon der erste. Oh, die haben einen Katus? Ne, wir haben einen Katus. Oh lol. An StarCraft 2, diese komischen Hybrid Zerg-Protoss oder was das war. Nun gut, welche Ideen habe ich? Erstmal spielen wir heute einen anderen Item-Build. Bedeutet folgendes. Erstmal habe ich jetzt, also wir werden Nashos rushen, denn im Prinzip muss ich sagen, bin ich ein bisschen dumm. Ich spiele die ganze Zeit immer mit Conqueror, was besser wird, wenn man oft angreift, rushe aber Ludens. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Conqueror spiele, wäre es ja gut, wenn ich mehr Attack Speed hätte. Vielleicht fangen wir mit dem Buch an, das müssen wir mal gucken. Oh Gott, das ist Nocturne Top Lane. Auf jeden Fall Silas Mid Lane. Wir fangen mit dem Buch an. Möglicherweise, nicht zwingend, kommt drauf an, wie viel Geld wir haben. Davon mache ich es abhängig. Und dann gehen wir Conqueror, also beziehungsweise Nashos Zahn, into Rabadons, I guess. Oder sowas in der Richtung. Wir werden richtig lasteten wie so ein Gott. Wir sind ja hier quasi. Außerdem habe ich aber auch andere Ideen. Ich möchte mal Lidl Tempo ausprobieren. Da hätte ich Bock drauf. Komm, und noch ein. Noch ein. Oh, das hat geschmerzt. Das war gut. Lidl Tempo würde ich mich drauf sehen. Und ich würde mich drauf sehen mal, komm schon. Oh, nice. Auf Electrocute. Electrocute Arceus sehe ich auch sehr, 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 sehr viele. Das bedeutet, wir spielen Electrocute und auch die rote Mastery, die live wiederherstellt. Ich glaube, die ist auch gut. Die sehe ich sehr, sehr oft bei Asia-Spielern. Das könnte wirklich worthy sein. Könnte. Und Attacke. Ja, was willst du jetzt machen? Hä? Okay, ja. Komm. Ah, schade, okay. Na gut, aber hier noch ein Auto-Tank. Wir müssen ihn ganz, ganz viel pauken. Wir haben ja auch Mana-Fluss, ne? Haben wir? Haben wir, ja. Jetzt nehmen wir mal eine E-Mit. Wen haben wir im Jungle Lee Sin? Müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Dass wir nicht zu viel Zeug verschwenden, verkrempeln. Kacke. Komm, gib ihm noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Komm. Und noch einen. Vielleicht nicht. Okay, wir müssen also ein bisschen auf unseren Mann auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt ein bisschen. Last-Hitting war bisher nicht. Gib. Oh, danke. Ich glaube auch, dass ich immer zu aggressiv mit meinem Arzt. Was heißt zu aggressiv? Ich meine, ne, solange ich nicht Challenger bin, klar, können wir auch ein bisschen aggressiv spielen, weil hier sind viele Leute, die Fehler machen. Oh, das wäre cool gewesen, wäre der da noch rangedasht, glaube ich. Das wäre echt cool gewesen, aber passt. So, wir nehmen jetzt hier die Minions mit. Wir machen erstmal Level 4, bevor wir weiter pauken, damit wir ein bisschen Mana effizienter pauken können. Müssen natürlich aufpassen, dass er uns in der Zeit nicht verprügelt. Das könnte nämlich actually sein. Ja, das ist sogar actually wirklich so. Scheiße, okay. Da müssen wir erstmal raus. Aber ja, das hat mich jetzt sehr, sehr viel gekostet. Warum ist der Level 4? Wie viel XP? Okay, das sind halt 1000 Minions. Es ist aber nicht schlimm, Leute. Ich bin ein Imperator und wir haben vielleicht den Kampf verloren, aber Vene Vidi Vici, nicht den Krieg. Sag ich immer. Sag ich immer, Leute. Ständig. Zu jeder Uhrzeit. So, gönnen wir uns mal schön ein paar Minions. Komm schon. Nice. Ich glaube, ich habe jetzt auch... Lol, Katus ist... What the fuck? What the fuck? Okay, ich habe vielleicht kurz nicht auf die Map geguckt, aber was hat der Katus bitte gemacht? Was zur Hölle... Hat der Katus bitte gemacht? Oh mein Gott. I had zero Mana. Was hat der bitte gemacht? Wieso hat der... Aber, Leute, ich bin ein gnädiger Herr. Ich werde hier niemanden flamen oder rund... Komm, Flask. Ich hab Bock auf eine Flask, Leute. Wenn ein Mann Lust hat auf eine Flask, dann lasst ihn sie diese. Ich würde sogar sagen, Flask und Dark Seal. Dann haben wir gutes Early Game. You have Auto-Tags and Ignite. Hier ist 200 AP. Nee, Leute. Da distanziere ich mich. Ich bin ja auch Quickseller vom Beruf. Ich bin gnädig in diesem Falle. Klar, er hat jetzt einen Kill bekommen. Das ist super kacke. Er ist jetzt viel stärker, als er eigentlich wäre. Aber ich bin da jetzt nicht so. Ne? Ist ein bisschen mehr Challenge für mich. Aber gut. Ich habe auch in die Rune übrigens Attack Speed reingemacht. Die hatte ich sonst nicht dabei. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Ich glaube, wir kriegen... Das Last Hitten fühlt sich irgendwie auch schön an jetzt. Weil das, ne, man hat ein bisschen mehr Attack-Speed, das ist schon nett. Nett! Ne, so umso schneller ist der Attack ja auch durch. Zack! Zack, 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 so. Silas ist, wenn ich das richtig sehe, wieder unten. Ich hoffe, Katus stirbt nicht. So, Frage ist, gehen wir... Okay, Katus ist tot. Das ist aber nicht mein Bad, Leute. Also wirklich nicht. Ich bin gerade auf der Lane. Das ist nicht mein Fehler. Silas ist jetzt 5-0. 5-0, 2-0, Level 5.
Ne, Katus ist anscheinend super toxic. Er ist super toxic, super bad. Ist aber nicht schlimm. Vielleicht können wir den Boy ja hier töten. Ne, vielleicht kriegen wir den ja tot. Der hat ja kein Schild mehr, aber kann sich heilen. Deswegen müssen wir ihn sehr, sehr früh, falls wir ihn engagen sollten, igniten. Die Frage ist, reicht eine Ultimate? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, die Antwort ist nein. Avanti! Okay, das war guter Poke. Jetzt könnten wir ihn töten. Wenn er jetzt nochmal kommt, dann ist er tot. Also ich bräuchte... okay, er kann jetzt meinen Ult klauen. Hat er gerade noch nicht, oder? Aber ich engage ihn jetzt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann. Guck mal, 450 Gold. Ein Imperator ist nämlich ein strategischer Mastermind. Ich habe meinen, quasi erst meinen Feind sich nähren lassen. Ich habe ihn in mein Haus kommen lassen, ihn ernährt und nun verzehrt. Ernähren into verzehren. Zack. So. Und deswegen spiele ich auch mit Ignite, weil man dadurch einfach, ich glaube, ohne Ignite hätte der das schon wieder, das ist Silas, der hätte das wieder irgendwie überlebt. Und jetzt kaufen wir uns das Messer von Kaiser Friedi, den Dritten. Das hat ihn damals in die Schlacht getragen und er hatte sehr, sehr großen Erfolg damit. Und normalerweise bin ich kein Fan davon, auf Asi immer gewesen, Nashor's First zu bauen, weil wir in der Lane meistens nicht so viele Auto-Attacks auf den Gegner machen. Und ja, meine Cam ist übrigens ein bisschen dunkel, aber ich habe die Lichter wenigstens angemacht. Dann für ein bisschen Ramuntik. 4-0 Xerath, sehr, sehr geil. 2-0, 2-1, alle fett. Ja. Also, weil da halt kein AP drauf ist. Und in der Lane macht man halt meistens so Poke-Angriffe, ne? Du machst halt hier eine Q, da eine Q, da eine Q. Aber du machst selten... Kriegen wir den? Ah, shit. Ja, du... Also, ne, unsere Spells machen halt wenig Schaden jetzt. Das ist der Grund oder das Problem. Aber da wir Conqueror dabei haben, ist das Ganze ein bisschen anders. Weil wir dadurch gleich Attack Speed, gleich mehr Damage. Ich verliere aber gerade giga viele Minions. Wo ist denn der Silas jetzt hin, sag mal? Ich glaube, der wird hier Unterstützung leisten. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Der ist tot. Den kriegen wir. Also jetzt wird man wahrscheinlich Silas... Okay, schade. Ich dachte, er kommt zu mir. Obwohl, er kommt zu mir. Kommt schon. Okay. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Nice. Ich habe ihn gegettet. Jetzt müssen wir nur kurz... ja. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe gleich eine Wall. Sehr gut. Ich habe gleich eine Wall. In drei. Ich sehe mich auf dem imperatischen Flug. Oder ist das Quatsch? Ja, ist Quatsch. Ich wollte die ganze Zeit flashen, aber ich dachte mir, aber er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Oh, mein Alter. So machen die das immer. Leute, ich brauche euch jetzt. Der ist tot. Der ist, wenn der nicht stirbt, then I don't know. Der ist 100%. Ich weiß nicht mal, ob ich den ulten muss. Ich glaube actually nicht. Ja, ich glaube, ich habe doch geintet. Ich habe geintet, ich gebe es zu. Ich habe irgendwie, ich habe auch gar keinen Schaden gemacht. Ich habe einfach, ja, in meinem Kopf sind verschiedene Dinge am Passieren gewesen. Und dann ist gar nichts passiert. Aber ist okay. Es ist okay. So, machen wir Schuhe. Ich würde sagen, ja. Machen wir mal Magic Pen, die passen genau. Und dann gehen wir jetzt schön. Wobei ich könnte auch, wir haben 900, okay, da hätte ich 1200 gebraucht. Da hätten wir nämlich das Buch kaufen können. Das Buch des alten Jupp und Schuhe. Aber das reicht nicht. Aber so ist auch gut. So ist auch gut. Wir sind 202 und wir haben die Herausforderung angenommen. Wir können hier schön was carryen. 9,5. Perfekt. Sagt er. Perfekt. Ne, alle fett. Ja, Xerath. Oh, das Geld hätte ich gerne gehabt von Xerath. Aber ich glaube, das hat der Kardus bekommen. Aber na gut. Nocturne Toplane ist halt auch so eine Frage. Avanti! Autotech. Oh, da müssen wir kurz aufpassen. Okay. Ja, Kardus gibt seinen Red Buff gerade ab, aber gut, passt. Wir müssen auf Ult vielleicht warten und ihn pauken. Ult warten, ihn pauken. Das Gute bei dem Bild ist natürlich, wenn ich jetzt mal an seinen Tower rankommen sollte, dann können wir den natürlich wegmelden. Der wird richtig gelöscht, sein Turm. So, wir müssen ihn pauken, den Brody. Na, das macht hier zum Beispiel, habt ihr gesehen, da hat jetzt zum Beispiel der Attack-Speed halt nicht wirklich viel gebracht. Na, wir kriegen halt immer nur so einen Auto-Attack raus, den wir so oder so rauskriegen würden. Ja, da haben wir zwei rausgekriegt, aber die kriegt man oft auch so raus. Also manchmal, manchmal nicht. Und deswegen dachte ich immer, es ist geil, auf AP zu gehen. Aber jetzt mit Conqueror ist es, wie gesagt, ein bisschen anders, glaube ich. Okay, das macht ordentlich Schaden, muss man zugeben. Wenn nämlich einmal kettet, bin ich tot. Ich könnte ihn engagen, aber... Ich glaube, wir gehen actually shoppen.
Oh Gott, er geht da rein. Wirklich. Okay, das passt aber. Ist okay. Ist in Ordnung. Kann man machen. Und jetzt können wir den Tower melden. Wir müssen nur ein bisschen auf Lee Sin aufpassen, aber wir haben noch genügend Mana. Wir haben noch genügend Mana. Ich weiß nicht, ob ich 3 Soldaten aufstellen kann. Wir haben Blue Buff. Also wir können es probieren. Oh, okay. Scheiße, wir haben ein Problem. Okay, aber er hat seinen Spell verfehlt. Okay, das... Aber er hat nichts. Ich bin der Imperator Alligator. Oh my damn Lord. Oh my damn Lord. Oh my damn Lord. Wir sind raus. Oh my God. No! No! Wie? Oh. Okay, das ist unglücklich. Und wir müssen unseren Control verkaufen. Aber, ja, war ein bisschen greedy auch, muss ich zugeben. Und ich hab... Ja, scheiße, ich hab genau die Q in dem Moment gemacht, wo Lee Sin kam. Eigentlich hatte ich ja meinen Soldaten hier hinten zum Weg-escapen. Ah, das war dumm. Natürlich, das war ein Fehler. Ist aber... Nee, ich habe das Geld jetzt Silas gegeben. Hätte ich das Lee Sin gegeben, wäre Pock gewesen. Jetzt habe ich Silas gegeben. Aber ist gut, wir kommen wieder gut ins Game rein. Das ist fein, das ist gut. Also ich werde demnächst auf jeden Fall nochmal Electrocute Asia ausprobieren. Ich glaube, das mache ich Matchup-abhängig. In dem Matchup, wobei eigentlich kannst du in jedem Matchup Electrocute spielen. Conqueror würde ich dann vielleicht in den Matchups spielen, wo vielleicht Late Game auch wichtig ist. Wenn die Gegner zum Beispiel einen Kassadin haben. Oder einen Vladimiradin. Gegen solche Gegner, wo ich nicht sicher bin, ob ich in der Lane den Kill mache. Würde ich Conqueror nehmen? Ey, das ist meine scheiß Buffs, der Pisser. Und ansonsten könnte man halt, guck mal, probieren wir mal Electric. Also wir werden es auf jeden Fall mal probieren. Und dann sehen wir ja weiter. So, Nocturne ist leider 0-3. Das ist überhaupt nicht gut. Can you go off-tank, Nock? Wäre halt geil, dann hätten wir wenigstens einen Tank im Team und er wäre nicht giga-useless. So, Botlane ist super viel Action. Ich bin unterwegs, ich habe Ultimate, da ist allerdings ein Ward, das hat mich gesehen. Aber, ne, ein angekündigter Imperator ist ein guter Imperator. Leute, ich gehe da jetzt rein. So, der ist auf jeden Fall RIP. Frage ist, können wir den fighten oder nicht? Okay, er hat mich runtergeholt, ist eigentlich nicht schlecht. Ist eigentlich sogar ziemlich gut, allerdings kommt hier ein Teleport, Lee Sin hat verkackt. Wie wäre es, wenn wir einfach Lee Sin töten? Ich brauche eine E. Ah. Oh, der kommt echt weg, aber okay, ne, er kommt nicht weg, das ist gut, aber... irgendwie, also hier, uns fehlt ein Mann. Okay, hier war jetzt Zed auch, ne? War das Zed? Oder irgendwer, wer hat denn da teleportiert? Ja, Zed, oder? Ja, okay, uns fehlt ein bisschen Geld. Schade. Also wir sind immer noch 4-2-3 und wenn wir halt berücksichtigen, dass alle sacken, ist das fein. Also das heißt alle, aber... Ja, Kate ist 2-5, Toplane ist 0-3 und er war ein richtiger Inter. Er kriegt halt gerade alle Kills, aber er ist ein richtiger Inter. Eigentlich sind alles Inter, außer ich und Soraka. Das möchte ich kurz so zusammenfassen. Dieses Setup hier heißt übrigens Schneefall, aka Snowfall. Ich hoffe, es gefällt euch. Und das ist nett. Deren Late Game ist super bad. Also der suckt im Late, der suckt im Late. Ich glaube, Zed ist jetzt auch nicht der Beste im Late. Varus ist okay. Also Varus ist sogar strong. Und Xerath geht auch. Aber, ne, der Rest... Ich habe das Gefühl, dass Kate aktuell giga strong ist. So, also Nashos wäre natürlich jetzt giga geil. GG, giga, giga geil. So, wir haben auch wieder gleich eine Ult. Ignite braucht noch ein bisschen. Shurima. Das Problem ist, dass er das immer dahin macht, wo ich dann angreife mit meinen Autotext und dadurch kriege ich immer seine empowerte Scheiße da ab. Shurima. Wir müssen ihn schön ein bisschen bearbeiten, pauken, bearbeiten, pauken, bearbeiten, pauken. Das meine ich. Ich bleibe immer in dieser Kacke da drin stehen. So, ich könnte ihn jetzt... Ich bräuchte Ignite gegen den Brody, glaube ich. Okay. Lass mich doch engagen! Ich könnte ihn halt locker ran ulten. Vielleicht kann ich es immer noch. Okay, da kommt Lee Sin. Da kommt Zed. Okay, das ist ein bisschen... Ich muss Karthus verkaufen, Leute, actually. Ich muss. Also, er, sein das Positioning von Karthus ist aber auch einfach richtig schlecht. Also wirklich richtig, richtig, richtig. Mein ganzes Team ist richtig schlecht. Ich meine, der steht einfach da vorne, während da Lee Sin und alle kommen. So, ich habe die ja gesehen, deswegen bin ich weggegangen. Komm nochmal ran. Schade. Na okay, lass mir doch. Oh, das war sein Ult gerade von dem, oder? War das Varus Ult? Ich glaube ja. Ich glaube, die ist jetzt weg. Cool. War worth. Avanti! Der Xerath soll nochmal herkommen. Ja, komm nochmal ran. Komm nochmal ran. Schade, ich glaube, der kommt nicht nochmal. Oder? Wir haben auf jeden Fall genug Geld für Nashors. Lee Sin ist wieder bei uns im Jungle. Es kann sein, dass Xerath hier ist, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Den ulten wir nicht. Den killen wir auch so, oder?
Komm schon. So, dann können wir nämlich jetzt vielleicht den töten. Ich bin der Imperator Alligator. Komm, Beatty, 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 komm ran. Oh, bitte greif mich nicht an. Ich bin ein armer Imperator. Okay, schade. Dann, es wäre richtig geil, wenn wir noch ein bisschen Geld... Es kann sogar sein, dass Silas kommt, ja. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Wir dürfen nicht jetzt uns überschätzen. Okay. Ja, das ist das Rework so ein bisschen. Der Brudi berührt dich und du explodierst. Und er hat halt... Er hat so viele unfaire Kills, Leute. Die sind alle seine Kills sind unfair. Also, davon hat der vier Stück mindestens oder so von Katus. Boah, und Botlane auch 1000 Mal. Aber ich wollte halt noch einen großen Stab haben. Och, Leute. Das ist... Oh, das wird so ein Kampf. Es ist so ein Kampf. Okay, ich würde sagen, ja, wir gehen aber direkt dran. Oder sollen wir GA? Ich glaube, wir gehen in diesem Game sogar wirklich GA first. Nicht GA, Stundenglas, Second meine ich, weil... die werden alle sich auf mich prügeln, einschlagen wollen. Klar ist das nicht der meiste Damage. Wir können auch gucken, vielleicht bauen wir jetzt einfach, wir haben immerhin jetzt erstmal die 40% CDR, das ist gut. Vielleicht bauen wir jetzt auch einfach ein anderes Item. Können wir gucken. Na? Vielleicht jetzt ein Rabadons. Rabadons ist ja eh erst stärker, wenn man ein bisschen AP hat. Guck mal, wie, der ist so schlecht. Wie könnt ihr gegen den sterben? Legit. Hä, die sind alle so bad. So bad. Autsch. Komm schon! Einen noch! Stirb doch! Ja, okay, ja. Ja, es war sehr deep. Ich gebe es. Aber der kommt auch mit einem Leben weg. Hier wird nicht aufgegeben. Ah. Guys, I'm strong. But you have to stop feed. Int. Just farm up. And I'm willing to carry you. Das musst du jetzt eigentlich schreiben, aber das schreibe ich nicht. So, also Stundenglas, ja, nein, vielleicht nicht. Stundenglas, ich muss dir Schaden machen. Stundenglas können wir nicht bauen. Wir können dieses Stundenglas nicht bauen. Wir müssen jetzt Rabadons bauen. Brauchen wir. Wir brauchen richtig Schaden hier. Messer hätte ich den Dorans jetzt nicht verkaufen müssen. Naja, zu spät. Nocturne Toplane ist halt auch richtig useless, aber hat er schon irgendwas gemacht? Noch gar nichts. They fall off late game, we win. Ich bin euer Herrscher. Dieser scheiß Xerath da, ne? Ja, der ist halt auch ein bisschen big, ne? Muss man zugeben. Mein Ult-Tag macht 3 Schaden. Ich könnte aber, wenn der Xerath jetzt kommt, könnte ich ihn ulten. Sein Positioning von Xerath ist nämlich giga-bad. Komm nochmal ran. Komm. 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 Ist zu weit weg. Setzen den neuen Soldaten. Soldati. Scheiße. Okay, ja, es war eine Falle im Prinzip. Man hat ja hier den Silas gesehen, aber... im Prinzip, wenn die jetzt sterben, ist es okay. Das ist in Ordnung. Das war eine gute Falle. Wenn der jetzt stirbt, aber der muss sterben. Der stirbt aber nicht. Ja, es war trotzdem eine gute Falle. 2 für 1 ist fein. 2 für 1 ist... Okay, wir haben jetzt Rabadons, den ersten Start. Okay, never mind. Alle werden sterben. Everyone will die. Obwohl, ja... Katus, komm, mach irgendwas. Mach was. Mach was. Mach Damage. Ja, 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 ja. Und den auch noch. Mach mehr Schaden. Naja, es ist okay. Das ist aber trotzdem okay. Wir haben 4 für 3 getradet. Naja. Ah, naja. Es... Immerhin hat Nocturne jetzt Kills. Das ist ja nicht so schlecht, oder? Er wird jetzt auch noch sterben. Scheiße. Ah, Leute! Rando, ja, Saramoi. Ja, das Problem ist, muss man halt sagen, dass ich jetzt immer wieder sterbe, ohne dass ich... Ich krieg kein Geld. Und, also, ich falle gerade. Ich verliere Geld, XP und Power. Eigentlich müssten meine Teammates sterben und ich muss die Kills machen oder so ähnlich. Aber naja, jetzt haben halt die Kills bekommen und ich bin gestorben. Das ist vielleicht auch nicht too bad. Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der hier am Start ist. Na gut. Kann ich Blue Buff haben? Das wäre nett. Ich brauche ihn nicht unbedingt, aber ich brauche Geld. Geld. Ich brauche Geld. Wobei, nee, ich lasse es Kartus, ganz ehrlich. Also er braucht ihn wahrscheinlich wirklich dringender als ich auch. Ich habe Mana Flow, das muss reichen. Wobei, okay, ich habe nur Mana Flow.
Der Baron ist weg. Das ist sehr schlecht. Tatsächlich. Wer fightet denn da? Keiner, okay. So, vielleicht können wir hier den Jungle... Oh, da kommt, glaube ich, der Varus. Der kommt doch hier, oder? Der Varus! Oh, shit. Oh. Komm schon. Den kriegen wir doch. Ich habe kein Mana. Hätte ich einen Blue Buff, Pork! Ja, fuck. Heil mich. Heil mich. Heil mich doch. Okay, wir sind alle tot. Hätte... Ja, okay, Leute. Fucking Blue Buff, Alter. Ich hätte den scheiß Blue Buff gebraucht. Oh, Mann. Der Varus kommt weg. Kacke, ey. Richtig kacke. Ja, das ist das Problem bei, wenn man natürlich ohne Ludens spielt, dann muss man echt ein bisschen mehr drauf aufpassen, weil man einfach sofort leer ist. Man hat ein, ja, ne, also man ist einfach Giga, ist sofort weg. Da muss man echt aufpassen. Ah, ja, so viel brauchen wir. 2350. Ja, meine Stats sind jetzt leider im Turbo-Int versunken, aber, ja, was soll ich machen, Leute? Guckt euch meine Botlane an. Die stehen 212. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 212. Ja. Und dieser scheiß Xerath hat leider mehr Reichweite als ich. Das tiltet mich richtig. Komm ran. Komm schon noch, Kaido, ey. Der hat einfach... Was hat, wieso konnte ich nicht... Ja, seine Blitzkugel hat mich getroffen. Sein Pokéball. Shit. Oh, 7-7, Leute. Ah. Ah. Ich sterbe halt nur noch. Nonstop. Ich habe 100 CS bei Minute 20. So viel sollte man bei Minute 13 haben. Ich meine, Silas hat auch nicht mehr, aber er hat wenigstens Kills. So, das waren 4 Drachen. Drachen haben sie auch noch, aber wir werden nicht aufgeben. Hier wird nicht aufgegeben. Shurima will never fall. Ich muss jetzt halt die Puppen mal tanzen lassen, so ein bisschen. Hinten stehen, Puppen tanzen lassen. Das wäre halt perfekt. Nice, der ist tot. Sehr gut hier, Leute. Was mit dem, Boy? Er nimmt sich direkt. Er gönnt sich. Och, Leute. Einmal irgendwas drücken. Soraka, drück doch mal Silence oder so. Einmal Silence. Irgendwas, Leute. Irgendwas. Irgendwas. Lass mich gehen. Okay, ich bin einfach im Stunlock. Meine E war fail, gebe ich zu, aber ich war einfach komplett im Stunlock. Oh Mann. Aber Leute, also ich möchte kurz nochmal highlighten, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich jetzt so hart reinnimmt. Also, ne? Wenn jeder Gegner dich nur berührt und du explodierst, dann ist es halt auch echt schwer. Aber es ist ja auch hier völlig egal, was die Sache ist. Die Sache ist nur, wichtig ist nur, was Sache sein könnte. Es kommt gar nicht drauf an, was du willst. Es kommt darauf an, was du sein könntest. Oder so ähnlich. Nee, anders. Also das denke ich mir jetzt gerade aus, aber es klingt sogar gut. Es kommt nicht darauf an, was du bist. Es kommt darauf an, was du sein könntest. Zitat bei Topi. So, wir haben gleich Rabadons. Ich muss einfach nur hinten stehen, puren Damage prügeln. Einfach nur prügeln, prügeln, prügeln. Und ich glaube, das schaffen wir auch, wenn ich nicht nonstop tot wäre. Und wir einen Tank hätten. Okay, immerhin geht der Nocturne ein bisschen tanky jetzt. Bisschen, also... Naja, er ist zumindest nicht so ein Lethal Draktar Blade Kack da. Ich brauche Farm. Gib Farm. Her. In diesem Game ist jetzt zum Beispiel Conker, glaube ich, besser. Hätte ich jetzt Electrocute gehabt, dann... Oh Gott. Ich bin raus. Also ich würde helfen. Ich erkläre mich bereit zu helfen, aber... Geht es? Okay. Tötet ihn bitte, tötet ihn. Der Lee Sin muss... Ich meine, wir haben auch einen Lee Sin im Team, Leute. Lee ist hinten immer. Komm schon! Der kann... Okay, immerhin ist er gestorben. Der Xerath, ne? Der kommt immer weg. Also diesmal nicht, aber so gut wie immer kommt er weg. Okay, wir haben jetzt gleich Rabadons fertig. Und diese Trades sind gut für uns. Das war 2 für 2. Das ist perfekt. Weil es steht 40-25. Normalerweise müssten die immer 3 von uns töten. Und wir kriegen nur 2 oder so. Wir, das ist eine Comeback-Fire. Ich lade alle ein. Oh, Pock! Bitte. Oh, schade, aber das ist so gut. Wir kommen so krass wieder ins Game rein, Leute. Ich lade euch alle ein zur Comeback-Fire.
Ihr seid alle eingeladen, alle. Ihr könnt auch Kuchen mitbringen, Kaffee, ne? Drachen haben wir halt keine, aber es ist nur er. Er ist nicht so wild, also es geht, also nee, geht eigentlich. Dem da bringt's gar nichts. Dem Rest schon, aber es geht. Ich glaube, Erdrache ist auf Vayne und so halt, Giga. Sie ist leider tot. RIP. Wir brauchen jetzt mal kurz, ich brauche Geld. Ich brauche Rabadons und ich brauche XP. Ich brauche das alles. Das alles und noch viel mehr. Im Legoland Deutschland, yeah. Oh, moi. Ei, 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 ei. Zibra. Okay, wir gehen jetzt mal mit Rabadons. Ich muss vielleicht aufhören, diesen scheiß Xerath zu engage, aber der muss sterben, der ist legit fast einer der... Ich glaube, der Xerath ist der stärkste von denen. Klingt jetzt komisch, aber... Also er hat jetzt nicht die puren Prügelt-Items, aber er prügelt die ganze Zeit. Also die beiden hier. Der Rest, die inten alle irgendwann noch. Der steht seit 5 und 6, das sind alles Inter. Die töten sich selber, wenn die in den Teamfight reingehen, legit. Aber der da prügelt die ganze Zeit hinten seine Blitze da rein, wie Zeus. Okay, rechts ist Silas, den habe ich gesehen. Ist unser Kardus tot, ist die Frage? Könnte sein. Nee. Können wir den nicht töten? Der, guck mal, die Throne halt krasser als die Kugelwerfer bei den Olympischen Spielen, ey. Hier. Komm schon. Perfekt. Was ist das hier für eine Wall? Deswegen war es auch so komisch verbuggt. Und was ist das hier oben? Oh. What? Er hat mit seiner Ultimate Baron geklaut. Oh mein Gott, das... Was ist denn das? Das ist der beste Baron-Stil, den ich je gesehen habe. Er hat hier mit Ludens den Baron bekommen, obwohl er halt nur den Set mit der Ult töten wollte oder so. Oh mein Gott! Ich glaube, ich will hier auch raus. Oh my fucking damn Lord. Ich glaube, der killt mich. Fuck, wieso hat der ein Stundenglas? Mann, vielleicht muss ich auch ein bisschen weniger inten, aber fuck, ey. So, ich kaufe mir jetzt auch einen Stundenglas, Schnauze voll. Aber guck mal, es ist wieder ich sterbe, damit meine Landsleute, ich bin halt the true Imperator, Leute. Ohne Witz, dieser Baron-Stil. Komplett random aus nix. Wie sehr sich die Gegner im Arsch... Hä, oder hat der das gesehen? Nee, hat der nicht, oder? Nee, der war komplett blind. Wie viel Glück muss man denn haben, das komplett random... Der wollte doch den Sten hier töten, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Lol. Oh mein Gott. Komm her, ja. Mosch, Mosch. Was ist das für ein Drache, Leute? Den brauchen wir. So, hier brauchen wir für Stundenglas 1400. Aber wir haben ja schon mal die Stopwatch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja schon mal gut. Oh, die sind schon dran. Fuck. Komm, aber wir sind alle da. Das ist ein Turbo-Throw von den Gegnern. Eine Turbo-Throw-Compilation, komm. Diesmal können wir auch Schaden machen. Diesmal mache ich Damage, Leute. Ich mache jetzt Schaden von hinten. Nevermind, sind schon wieder... Es gibt kein Hinten. Es gibt kein Hinten. Wieso gibt's nie Hinten? Wieso mache ich keinen Schaden, ey? Wieso? Es ist... Ja, ich meine, okay, immerhin geht er Toplane durch. Ich mache keinen Schaden, das Punkt... Aber natürlich, klar... Je fetter die Gegner sind, umso weniger Schaden machst du selber halt, ne? Ich meine, ich habe gute, okayische Items, aber die Gegner sind halt alle turbo-big und die stecken ja auch Magierdistanz, wie ich das hier sehe. Das heißt, wir kaufen uns als nächstes, glaube ich, Voidini. Immerhin ist der eh nicht oben weg. Klar, wir haben den Elder Drake. Ja, okay, wir sind jetzt alle tot. Also, na, ich weiß nicht. Nocturne? Wäre Nocturne hier gewesen, hätten wir den Elder Drake bekommen. Wir hätten Elder Drake bekommen und hätten wahrscheinlich das Spiel jetzt gerade gewonnen. Das heißt, wenn wir verlieren, dann war es Nocturne. Aber vielleicht ist hier noch nicht alles, noch nicht alle Tage. Guck mal, der ist tot. Leute, komm, macht. Der stirbt auch. Perfekt. Guck mal, die Throne halt so krank, ey. Das ist heftig, Mann. Das ist richtig, das ist ein richtiges Bronzespiel. Also die Gegner machen gerade wirklich alles, damit sie verlieren. Man kann fast nicht etwas schauen, wie die Gegner die das machen. Okay, das heißt, die haben jetzt ihre Elderdrachen so gut wie abgegeben. Ein paar haben sie noch, aber das Set ist halt noch null Tode, ey. Hier, was ist mit dem Xerath, Alter? Können wir da nicht was machen? Fucking! Ja, okay, ich bin... Alter, ich bin da... 8-12 stehe. Ich stand, glaube ich, mal 7-1 oder 2 oder so. Boah, ich bin auch Giga-Inter gerade. Aber meistens sterbe ich und mein Team macht was daraus dann. Also, deswegen nehme ich diese Kritik nicht an. Ich nehme diese Kritik nicht an.
Baron ist einfach schon wieder da. Hä, hey, nee, das verbuggt. Hä? Lol. Voll der Vision-Bug. Der ist auf der Karte da, aber ist nicht da. Ja, moin. Ja, steht sogar als ready. Hier. Baron Rusher, ready. Baron Rusher. Fuck, okay. Ich muss aufhören zu inten. Aufhören zu inten. Soraka ist komplett AFK. Sie beschwert sich gerade, dass wir gechased haben, weil wir den Baron hätten haben können. Aber der ist einfach nicht da. Er ist nicht da. Das hat irgendwas damit zu tun, dass wir den blind geklaut haben oder so. Kann ich hier irgendwas? Ich brauche Geld, Leute. Fucking hell, da kommt schon wieder Lee Sin, oder? Komm, her damit. Wie viel Damage machen wir? Es geht. Es geht. Das ist nicht das meiste und da kommt Lee Sin. Kann ich hier so... Komm schon! Komm schon! Danke. Okay, ich muss zum Team. Ich könnte eine Flash... ich habe keinen Flash, aber... Ich glaube, ich engage wirklich einfach für mein Team. Ist mir egal. Ich gehe einfach rein und sterbe für mein Team. Ich glaube, wenn ich einen guten Engage mache, wäre das fein. Es ist aber auch so schwer, einen guten Engage zu machen. Es ist legit so schwer. Botlane kommt eine riesige Wave, aber ich würde jetzt reingehen, wenn die kommen. No! Aber jetzt kann ich sie einfach wegholten. Da, töte sie. Hier, yeah, der ist set, der ist wichtig. Okay, ja, ne. Ah, Mann, ich bin ein Inter. Ich bin ein Inter. Ich bin ein Inter. Scheiße, okay, jetzt hab ich vielleicht das Game verloren. Ja, kann sein. Ach, fuck. Aber ja, das kann, im Nachhinein kann man es immer so sagen, so. Ich meine, hätten die anderen alle nicht geintet, dann hätten wir es auch gewinnen können. Die anderen haben angefangen zu hinten. Ich hab nur nachgeintet. Fuck! Nur noch Kate lebt. Scheiße. Oh, das macht mich traurig. Das sind diese Moves, die ich unbedingt aufhören muss. Die. Vielleicht haben wir noch nicht verloren. Kate. Die vielleicht kann Kate. Kate ist strong. So ein bisschen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Hat 10 Sekunden. Ich glaube nicht. Sie müsste ihn jetzt töten. Nee, das war's. Fuck. Das war's. Wobei, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Ich gehe da rein. Ich muss sofort rein. Aber da ist niemand da sonst. Okay, das war's. Ja, fuck. Scheiße, schade. Hätten wir echt gewinnen können müssen. Ich habe am Ende geintet. Ich bin aber auch einfach noch den alten Asi gewohnt. Der so, der hätte das geschafft. Der kommt nämlich deutlich weiter. Oh, das war eine gigaspannende Runde. Ich bin richtig, Fazit, ich bin richtig runtergerannt. Wir hätten das locker gewinnen können. Aber wir hätten alle anderen besser gespielt, hätten wir auch gewinnen können. Ist halt so. Naja, es war trotzdem eine wundervolle Runde. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. What the fuck? Und goodbye. Tschüss.